Schieß mal her! Hey! Wow, guck mal, ein Hubschrauber! Er kommt her! Hallo, Hubschrauber! Er fliegt eine Kurve! Komm weg hier! Los, komm weg! Die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe. Niemand hört sie, keiner versteht sie. Und hier ist sie, meine Lieblingsliebesgeschichte. Ein Ehepaar wird zur Silberhochzeit gefragt, ob es mal an Scheidung gedacht hat. An Scheidung nie, sagt die Frau, aber an Mord dauernd. Entschuldige, Mama, ich verrate Familiengeheimnisse. Soll ich Kaffee trinken gehen? Wie viele Tassen? Dr. Fleming, wenn Sie vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken möchten. Wie geht's Ihnen? Keine Gehirnerschütterung, aber sie hat eine kleine Platzwunde am Kopf. Sie hat gezittert vor Angst. Vor Angst? Vor Angst. Hallo, mein Schatz. Mama ist da. Mann, alles ist gut. Ich glaube, Jonas hat es schon vergessen. Ah ja, und wo waren Sie, als es passierte? Entschuldigung, Nadja. Ich, Senta. Kann ich zu ihr? Nein, sie ist gerade eingeschlafen. Senta, beruhig dich mal. Beruhig dich? Hast du gerade gesagt, beruhig dich, großer Gott? Das muss ein Verrückter gewesen sein. Nein, nein. Das war überhaupt kein Verrückter. Das war... Dr. Roth würde ihre Tochter gerne noch ein bisschen hier behalten. Ja. Frau Warburg, ja. Schwester Inge. Nur zur Sicherheit. Können wir mit ihm sprechen? Ja, er ist im Arztzimmer. Hier. Das habe ich in meiner Post gefunden heute Morgen. Was ist das? Eine Erpressung. Entweder ich zahle oder die Kinder. Ich stehe das nur mal durch, Matthias. Ich schaffe das nicht. Nein, mein Schatz. Beide gesagt, gut, eine Affäre, ein Hotelzimmer ab und zu, mehr nicht. Aber dann... Ist sie so zärtlich und liebevoll, bringt sie zum Lachen, macht ihnen Geschenke, so dass sie glauben, glauben müssen, der Mann will doch mehr. Ja, komm, habe ich gesagt, leben wir zusammen. Und er war irritiert, frustriert, will die Beziehung abbrechen? Aber was will er denn nun? Eine Affäre oder Liebe? Vielleicht beides. Ihre Beziehung pendelt sich in Extremen. Entweder Affäre oder Partnerschaft. Was fehlt, ist etwas dazwischen. Ein Genre für die glückliche Beziehung, die Sie haben könnten. Eine Hotelzimmer-Ehe. Eine Beziehung, für die unsere Sprache keinen Namen hat. Also gehen wir ein. Nennen wir sie... Die Fleming-Beziehung. Liebschaft. Das Leben als Dauererektion. Akzeptieren wir doch einfach, was wir längst schon wissen. Meine Schwester ist dreimal geschieden, aber hat immer noch denselben Liebhaber. Ja, dass es zwischen Affäre und Ehe noch etwas Drittes gibt, dass keines von beiden ist und beides zugleich und dass sich zu leben lohnt. Die Liebschaft, ja. Dass Fleming verflucht, die ein Telefon wie immer unter der Endnummer 12,
Mordangebote und Heiratsdrohungen unter 13. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass meine geschiedene Frau, die ich liebe, ein Baby bekommt? Das Kind meines Lebens? Das war sie, die Sendung Die Tricks der Seele, Psychologie mit Vince Fleming. Ich bin ein Exhibitionist, ich weiß. Aber ein Glücklicher. Hallo, ihr zwei. Ah, eine Liebschaft? Oh, ich hab meinen Hals gerade in eine Schlinge geredet, wie? Hat er denn die woanders gesteckt? Das mit dem Baby hast du schön gesagt, Dr. Fleming. Wunderschön. Oh, ich hab ihn mir wieder rausgeredet. Ja, rein, raus. Sein Baby hat ja keine Konsequenzen für dich. Es verändert ja nur ein Leben, meins. Ah, wir haben eine Erpressungslage, ziemlich hohes Druckpotenzial. Der Anruf kam von einer Frau Senta Warburg, 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, sehr wohlhabend, hauptberuflich Erbin. Ihre Eltern hatten eine Hotelkette. Verheiratet seit 7 Jahren mit Warburg Matthias, 35 Jahre, baut eine Steuerungstechnikfabrik. Investvolumen 11 Millionen Euro. Endlich meine Familie, die nicht in Hartz IV knabbert. Was ist denn mit euch? Keiner lächelt, keiner sagt was. Gibt's irgendein Erpressungsmotiv im Umfeld? Familiär, beruflich? Nicht auf die Schnelle. Redet immer wieder nicht miteinander. Wer kümmert sich um das Modellflugzeug? Na, wer wohl, der sich um alles kümmert? Henna Blum, das bin ich. Ja, aber es muss doch irgendeinen Zeugen geben, Spuren. Der das Flugzeug gesteuert hat, der muss doch in Sichtweite der Kinder gewesen sein. Ja. Naja, also, ihr seid ein befreundetes Ehepaar, ja? Also, mit den Warburgs befreundet, meine ich. Und was den Leihwagen betrifft, ich habe der Firma gesagt, meine Chefin fährt. Du sollst dir aber keine Sorgen machen. Die nehmen den Wagen auch nach mehrfachen Einparken wieder zurück. Ja, scheinendes Gelächter. Blumen sind im Kofferraum. Kannst du mich da vorne an der Tanke rauslassen? Die haben bestimmt einen Kühlschrank. Kann ich mich ein bisschen aufwärmen. Entschuldige. Wegen der Liebschaft? Ach, kein Grund. Ehrlichkeit tötet ja nur was, ohne sie sowieso nicht überleben kann. Ist eine alte Fleming-Weisheit. Kannst du mir bitte den Knopf zu machen? Schatz? Oder soll ich Liebschaft sagen? Mache ich dich nervös? Hast du immer. Und wenn du so nah bei mir stehst, noch mehr. Schlitterst du gerade in der Sexfantasie? Siehst du das Auto da? Oh, Themenwechsel. Den Citroën. Du sollst mir den Knopf schließen und nicht die Bluse ausziehen. Was ist damit? Nur ein Versuch, dich abzulenken. Wäre das jetzt nicht eine gute Gelegenheit, mich zu umarmen? Eine Tarnhandlung im Rahmen eines konspirativen Einsatzes völlig unverbindlich? Da sitzt keiner drin, Witz. Ich sehe, was ich nicht sehe. Und ich sehe es nicht, weil ich irgendeine Bedeutung nicht erfasse. Verborgene Eigenschaften. Ich dachte, andere siehst du sowieso immer nicht. Der kleine Fisch, der durch die Maschen geht, ist oft der kostbarste. Ach, fang ihn später. Senta, wir wissen doch überhaupt nicht, ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Hier steht nichts von einem Hubschrauber. Aber dass den Kindern was passiert, wenn ihr nicht zahlt, das steht doch drin, oder? Erinnerst du dich an den Erpresserbrief vor 5 Jahren? Und was für uns derselbe Erpresser ist? Wir haben es damals durchgestanden und wir werden es wieder durchstehen, wir beide zusammen. Du meinst, ohne Polizei? Wenn die Polizei erstmal eingeschaltet ist, kannst du sie nicht mehr ausschalten. Die spielt nach eigenen Regeln. Wenn der Erpresser mitkriegt, dass sie mitspielt, hat er 2 Möglichkeiten, entweder aufzugeben oder die Sache eskalieren zu lassen. Was das bedeutet. Ja. Es kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wovon redest du? Von meinen Nerven. Ich habe sie verloren. Vorhin im Auto, auf der Fahrt zum Krankenhaus. Alle. Du hast die Polizei angerufen? $6 Millionen, morgen Nachmittag, wenn Geld bereit, stellen Sie große Figur an Gartenzaun. Haben militärische Spezialausbildung. Ihr Haus ist observiert. Im Flurschrank, 2. Fach, liegt Ring. Der Rubinring. Das heißt, die waren hier im Haus. Keine Polizei, sonst wir gezwungen, alle auszulöschen. Auszulöschen? Die Kinder. Ruhig, ganz ruhig. Sie haben Versprechen gebrochen, das man nie brechen darf. Drohung verpackt in Rechtfertigung. Verantwortung wird aufs Opfer verschoben. Telegrammstil.
klischeehaft, abstrakt slawisch, auf keine besondere Muttersprache bezogen. Offenbar in Verstellungsabsicht geschrieben. Jemand, der sich bewusst als Ausländer ausgibt. Was, wenn es wirklich Profis sind? Dann hätten sie niemals ihre Kinder mit einem Modellflugzeug bedroht. Sondern? Entführt. Oh. Jetzt hören Sie mal zu. Die waren hier im Haus. Wie oft? Wann kommen die wieder? Vielleicht heute Nacht? Meine Frau hat Angst, große Angst. Wir müssen ihr helfen, Sie und ich. Hallo. Kaffee, Tee, Kuchen? Frau Tenge, Haushälterin und Kindermädchen. Frau Gittel, Dr. Flemming. Polizei. Frau Tenge war mit auf der Koppel. Sie hat auch den Hubschrauber gesehen. Ja, die Kinder hatten schreckliche Angst. Jonas schläft. Frau Tenge, wir würden gern mit Ihnen sprechen. Kann ich Sie anrufen? Danke, ich mach das schon. Ich gebe Ihnen Frau Tenge seine Nummer. Danke, Nadja. Was könnte damit gemeint sein? Ein Versprechen, das man nie brechen darf. Leeres Geräte, Drohgebärden. Der Brief ist nur an Sie gerichtet. Poststempel vom 10. Heute ist der 18. Ich war bis vorgestern im Urlaub. Gestern beim Arzt. Ich konnte meine Post erst heute Morgen durchsehen. Wir haben ein Haus in der Provence. Ich musste mit der Großen früher zurück wegen der Schule. Mhm. Haben Sie vielleicht mit irgendjemandem Streit? Privat, beruflich, Konkurrenzen, mit Verkehrsunfall, ein verärgerter Nachbar, ein verbrannter Geliebter oder eine zurückgewiesene Geliebte. Es tut mir leid, dass ich Sie das fragen muss. Aber manchmal reicht nur eine unbezahlte Rechnung. Eine Vermutung? Sie kann ganz vage sein. Der erste Name, der Ihnen einfällt. Meine Frau und Ihr Bruder führen einen Erbschaftsprozess. Philipp? Kann das sein? Philipp würde nie die Kinder. Nein, ausgeschlossen. Geht es um Geld? Um wie viel? Um sehr viel mehr, als die Erpresser verlangen. Nadja. Wir haben uns mit dir geeinigt, dass sie uns verlässt. Weswegen? Mal fehlt eine Flasche Wein, mal kommt sie zu spät, mal antwortet sie pampig, aber sie könnte Mittäter haben. Hat in letzter Zeit noch jemand Zugang zum Haus? Handwerker, Lieferanten? Gartenbaufirma, die hier gearbeitet hat. Ich schau mal nach Jonas. Warte mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit dem Citroën nicht stimmt. Das Nummernschild, das war's. Keiner fährt so lang und so schnell rückwärts, dass sie auf einem hinteren Nummernschild so viele tote Insekten sammeln. Falsche Nummernschild? Ausgetauscht. Und das vordere wurde hinten angebracht. Ich brauche mal eine Halteangabe. Roter Citroën, älteres Baujahr, BMI 8848. Ja, danke. Oder es ist ein Trick. So nach dem Motto, schick mal eine Maus aus und guck, ob eine Katze hinterher rennt. Und die beobachten uns noch. Ist eine reine Tarnhandlung. Was hast du für ein Gefühl? Gesehen einer Ehe. Erinnert mich ein bisschen an uns beide. Und du? Wenn du nichts gesehen hättest, was hättest du gehört? Eine Frau, die Angst hat und ein Mann, der... Versucht, sie ihr zu nehmen? Ja, aber nicht mit dem, was er sagt. Ja, aber mit dem, was er tut. Er umarmt sie, er stellt sich hinter sie, stützt sie, heißt... Fall ruhig, Geliebte. Ich halte dich. Hm? Ja, aber damit macht er ihr mehr Angst, als dass er sie ernimmt. Ja? Gehört zu einer Mercedes-Kombi. Nicht als gestohlen gemeldet. Und wer ist der Halter? Herr Remy? Ja, bitte? Da Sie bei den Warburgs im Garten gearbeitet haben, wussten die Warburgs, dass Sie einen Mercedes-Kombi fahren. Und dann haben Sie Ihren alten Citroën rausgeholt und die Nummernschilder am Citroën angebracht. Und sind hingefahren, weil Sie sehen wollten, wie Sie auf Ihren Brief reagieren. Und ob Sie vielleicht die Polizei eingeschaltet haben. Können Sie damit etwas anfangen, Herr Remy? Von was für einen Brief reden Sie überhaupt? Hören Sie. Entweder Sie geben jetzt eine Erklärung ab, die ich notdürftig akzeptieren kann. Oder ich muss Sie festnehmen, weil Sie unter Verdacht stehen, eine Erpressung vorzubereiten. Ja, sicher so.
Das mache ich jeden Tag sowas. Das ist sehr komisch. Kennen Sie sich mit Modellflugzeugen aus, ferngesteuert? Ich liebe Santa Barbara. Ich wollte Sie sehen, mit ihr reden, nichts weiter. Sie telefoniert. Kaffee? Während Sie hoffentlich lange warten. Frau Jumarowski, lassen Sie mich mal eines klarstellen. Milch? Zucker? Nein, ich möchte nur eins klarstellen. Sie haben ja einen leichten Silberblick, Dr. Fleming. Oh, der macht Sie ganz unwiderstehlich. Ich glaube, ich bin kurz davor, ohnmächtig zu werden. Ich hoffe, Sie werden es schnell. Und falls Sie jemals wieder aufwachen sollten, würden Sie freundlicherweise Frau Hoven sagen, dass wir im BRO-Raum sind. Und sagen Sie es mir selbst, Dr. Fleming. Ach, sie ist gut. Sie ist gut. Ramponiert mein Ego, faltet mich auf meine kleinste Größe zusammen und ganz handsam komme ich zu Ihnen reingeschlichen. Ja, Mette ist ein Naturtalent. Computer- und Telefonüberwachung steht. Das MEK observiert das Haus. Der Bruder von Senta Warburg, Philipp de Witt, Architekt. Glückliches Motiv? Ein Erbschaftsstreit, den er mit seiner Schwester führt. Hin- oder ranrudern? Ranrudern später. Bei Remy versuchen wir es mit einer Direktkonfrontation. Die Haushälterin laden wir vor. Was ist mit dem Hubschrauber? Der ihn gesteuert hat, muss die Kinder doch gesehen haben. Nicht, wenn er den Hubschrauber über eine Minikamera gesteuert hat. Ja. Und das nächste sind dann Laserstrahlen aus dem Weltall. Entführungsopfer werden weggebeamt. Nanogifte mit Minidrohnen in Nasenlöcher eingeflogen. Willkommen, schöne neue Mörderwelt. Und der Erpresserbrief? Auffällig ist, dass er schon ankam, als Frau Warburg noch im Urlaub war. Womit der Täter Gefahr lief, dass ihr Mann den Brief öffnet oder wegwirft. Spricht eher für Außentäter. Andererseits wusste der Schreiber genau, dass und wann ihre Kinder heute Morgen auf der Koppel waren und wo der Ring liegt. Was beides eher für einen Innentäter spricht. Also, Innentäter oder Außentäter? Nächster Punkt. Was sagt uns das Drohpotenzial Hubschrauber? Der Täter verschreckt die Kinder, verletzt sie aber nicht. Immerhin liegt das Mädchen im Krankenhaus. Ja, aber dass sie gegen einen Pfahl läuft, konnte der Täter nicht planen. Andersrum. Was hätte er tun können, was er nicht getan hat? Er hätte die Kinder entführen können. Tja, und warum hat er sie nicht entführt? Die Kinder. Das mächtigste Faustpfand, das er gegen das Geld tauschen kann. Er respektiert ihre körperliche Unversehrtheit. Vince? Was zu der Frage führt, meint ihr die Erpressung überhaupt ernst? Sie meinen, es geht gar nicht um das Geld? Ein Beziehungsproblem? In dem Erpresserbrief gibt es ein Wort, das mir Angst macht. Auslöschen. Es fällt aus dem Kontext, ist emotional extrem hochbelegt. Und vor allem werde ich das Gefühl nicht los, da spricht das Unbewusste des Schreibers und verrät uns möglicherweise, was er selbst vielleicht noch gar nicht weiß. Also, Direktkonfrontation. Hallo, Sid. Wo ist Jana? Wo ist meine Tochter? Ein paar Zimmer weiter. Es geht hier gut. Sie können sie nachher mit nach Hause nehmen. Was? Was machen Sie hier mit mir? Was erlauben Sie sich eigentlich? Sandra, warte bitte. Worauf? Worauf, Peter? Worauf denn noch? Bitte, sag's mir. Gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe ihn bereut. Und ich bereue ihn immer noch. Und ich werde ihn vielleicht mein Leben lang bereuen, aber das ändert nichts an der Tatsache daran, dass es ein Fehler war, weißt du? Fehler, Peter. Weiter ist nichts passiert. Ich liebe dich. Das ist passiert. Nichts ist passiert. Gar nichts. Du und ich sind passiert. Und die Gedanken, die du dir machst, wenn du neben deinem Mann liegst und nicht einschlafen kannst, sind passiert, Santa. Du hast den Brief geschrieben. Du? Willst du mich bestrafen? Ist es das? Willst du dich an mir rächen? Aber warum meine Kinder? Ich spreche von Liebe, Sid. Nein. Nein. Du sprichst von was ganz anderem. Von was ganz anderem sprichst du. Er hat mir gedroht. Sid. Er hat gesagt, ich gehe zu deinem Mann und ich sag's ihm. Sid, und entweder bringt er mich um oder ich ihn. Und das ist die Wahrheit. Santa! Herr Remy, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Ja, und ich habe das Recht zu schweigen und das verdammte Recht, einen Anwalt zu rufen und alles, was ich sage. Das...
Weiß es Ihr Mann? Woher wussten Sie es? Sagen wir mal, vor ein paar Fliegen zu viel auf dem Nummernschild. Und weil Sie ein paar Mal zu unauffällig aus dem Fenster gesehen haben. Mein Mann weiß nichts davon. Ja, vielleicht habe ich ja sein Blindenabzeichen nur übersehen. Und wenn, dann ist es auch... Egal? Nein. Was ich damit meine ist, mein Mann liebt mich. Ist ihm nicht gut? Wir wurden schon mal erpresst vor ein paar Jahren. Und Sie glauben, dass Remy damals... Nein, 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 ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht mal, warum ich es Ihnen erzähle. Vielleicht, weil Sie damals auch eine Affäre hatten? Ja. Ich muss jetzt zu meiner Tochter, Dr. Fleming. Hannah, Sie schon mal erpresst worden, vor ein paar Jahren. Nichts, gar nichts im Nacken. Aber man verstehe, nicht mal eine Meldung an die Polizei. Ich habe auf Sie gewartet. Ich wollte Sie anrufen. Ja, ich bin gekündigt. Nein, ich bin keine Erpresserin. Fragen Sie mich, wer das ist? Remy, sie liebt ihn. Und wen lieben Sie? Schicken Sie mir eine Vorladung. Guten Tag. Hallo. Frau Warburg? Ja. Eine Expresszustellung für Sie. Einmal bitte hier quittieren. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Für wen? Senta. Kann ich den Brief bitte haben? Sie liebt dich nicht. Sie geht fremd. Wach doch auf. Du willst nicht aufwachen, was? Wenn du noch nicht gekündigt wärst, dann wärst du es jetzt. Ich lass mich nicht so leicht abschieben. Hey. Matti, ich kann nicht weg von hier. Nicht von dir, nicht von den Kindern. Was ist hier los? Hast du nicht gerade geklingelt? Was ist hier los? Ist für dich. Ja, ich weiß, wie spät es ist, aber sie sind mein Arzt und ich hab... Aber was bedeutet dieser Laborbericht? Dass ich operiert werden muss? Wie, Sie kennen den Bericht noch gar nicht. Ach so. Ja, verstehe. Ich komme in die Praxis. Ja, danke. Die Firma doch gerade erst aufgebaut und schon ist abgebrannt. Ein Jammer. Mehr sagen kann ich erst nach der Obduktion. Und definitiv ist erst, wenn ich die Laborbefunde und Gutachten gesehen habe, in ein bis zwei Wochen also. Es tut mir leid. Ich weiß, Gefahr im Verzug, hoher Ermittlungsdruck. Wenn Sie allerdings hören könnten, was ich denke, wäre das ungefähr Folgendes. Todesursache, primärer Flammenschock, ein reflektorischer Tod. Und Sie würden hören, dass ich von folgendem Arbeitsszenario ausgehe. Das Opfer hört was in dem Computerraum, in dem noch hochbrennbare Verpackungsmaterialien lagerten. Es öffnet die Tür, Flammen schlagen ihm entgegen, es erleidet den tödlichen Hitzeschock. Und Sie würden hören, dass ich mich frage, was es bedeutet, dass die Scherben einer einzigen Fensterscheibe im Inneren des Raumes liegen, während die aller anderen Scheiben durch den explosionsartigen Druck des Gases nach außen geschleudert wurden.
was ich, tja, und hier spekuliere ich schon mehr, als ich denke, und ich bin froh, dass Sie mich nicht hören können, als ersten Hinweis auf Brandstiftung von außen deute. Tja, tut mir leid, dass ich hier so stehe und schweige, aber mehr sagen kann ich erst nach der Obduktion und definitiv erst, wenn ich die Laborbefunde habe. Observationsglocke über das ganze Anwesen. Zufahrtswege beobachten. Frau Warburg muss sich mit einer ständigen Begleitung einverstanden erklären. Zumindest in Sicht oder Rufweite muss jemand sein. Also, warum haben wir das ganze Programm nicht schon gestern hochgefahren? Antwort, dass die Lage so schnell eskaliert, war nicht vorauszusehen. Jedenfalls haben wir es nicht vorausgesehen. Zwei Anschläge innerhalb von wenigen Stunden. Ein Toter, eine zerstörte Computeranlage. Das erklärte am Demodell-Hubschrauber neben einem Kondom, der mit Farbe gefüllt war. Sie gewarnt, keine Polizei, nächster Fehler bezahlen Kinder. Tja, offenbar akzeptiert der Täter ihre körperliche Unversehrtheit doch nicht. Frage? Warum erhöht der Täter das Drohpotenzial, obwohl der Termin für die Geldübergabe noch gar nicht verstrichen ist? Weil es vielleicht doch um Geld geht? Jeder Erpresser geht davon aus, dass die Polizei eingeschaltet ist. Vielleicht will er uns einfach nur draußen haben. Das ist die Kopie eines Laborberichts, den Frau Warburg gestern Abend zugestellt bekommen hat. Für Warburg ist die Produktionsstrecke sozusagen eine Art Lebenswerk. Er hat Kredite aufgenommen, 11 Millionen investiert. Und jetzt ist die zentrale Steuerung kaputt, verbrannt. Ja, da geht jemand aufs Ganze. Alles oder nichts. Ein Weg ohne Rückweg. Kann ich mal sehen? Das Original lag im Bad. Also, dass wir eine Kopie haben, ist... Also, offiziell haben wir keine. Also, wie schützen wir die Familie, speziell die Kinder? Neue Täterversionen, Verlaufsprognosen, nächste Ermittlungsschritte. Himmel, haben wir versagt. Es ist meine Schuld, Matthias. Ganz allein meine. Es tut mir so leid. Es tut mir so furchtbar leid. Ich habe unsere Kinder in Gefahr gebracht. Ich habe dich mit reingezogen. Ein Mensch ist verbrannt, alles. Alles ist kaputt, die Steuerung und damit die ganze Produktion. Und ich weiß, was sie dir bedeutet. Ganz ruhig, Senta. Warum habe ich bloß die Polizei angerufen? Warum, bitte? Wer tut uns denn sowas an? Senta Warburg will bezahlen. Sie und Ihr Mann lehnen jede weitere Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Die Kinder sind bei der Oma, die mit ihnen wegfährt. Der Haftrichter hat Remy entlassen. Keine hinreichenden Beweise für einen Tatverdacht. Der Brand hat ihn entlastet. Ergebnis ein Toter und eine zerstörte Fabrik. Tja. Hörst du sie? Wen? Die Stille. Und niemand ist da. Nie ist jemand da, wenn solche Nachrichten kommen. Und dazu das flaue Gefühl, im Magen versagt zu haben. Schuld zu sein. Blind durch einen Fall zu taumeln, den wir nicht begreifen. Jede Ermittlung hat so einen Punkt. Null. Nichts geht mehr. Ja. Aber irgendwann geht's doch weiter. Ein Telefon klingelt. Eine Tür geht auf. Die Stimmen kommen zurück. Ich habe Frau Warburg gesagt, dass sie die Polizei gar nicht mehr draußen lassen kann. Antwort, ich rufe meinen Rechtsanwalt an? Ja. Wally? Hoffnung ist immer grundlos. Sonst wäre sie keine. Die Analyse des Erpresserbriefs. Keine dritte DNA, keine Fingerspur, auch keine sonstige Spur. Nur die der Warburgs. Hallo. Tja, laute neue Nachrichten. Haben wir ein Abo? GPS im Land und bei der Warburgs ist auch schon installiert. Gesamte Observation steht. Vince, das ist der Laborbericht von Senta Warburg. Und ein Laborbericht ist eine streng vertrauliche Patienteninformation. Alissa, wir haben einen Toten und Kinder, die bedroht werden. Die Leberwerte sind extrem hoch. Bedeutet? Schwere Leberentzündung, Leberschädigung, Krankenhaus, weitere Untersuchungen, schlechte Perspektive. Aber... Aber? Aber ich habe Frau Warburg heute Morgen gesehen. Bei den Werten hier müssten ihre Augen eine starke Gelbfärbung haben. Der Laborbericht ist gefälscht? Oder die Werte, auf denen er basiert, wurden manipuliert oder falsch interpretiert. Oder
Es gibt ein Erkältungsmittel, das solche Werte simuliert. Frei verkäuflich in jeder Apotheke. Nutzt ihr das was? Vince? Ann, hör mal. Hier. Der vorläufige Bericht des Brandsachverständigen bestätigt einerseits das Szenario von Alissa. Ann, ich glaube, ich habe... Und andererseits wurde mit Spektralanalyse Kerzenwachs und Benzin im Raumzeit-Nullpunkt des Brandherdes nachgewiesen. Die Brandlegung von außen wurde nur vorgetäuscht. Der Täter kam von innen? Ja, Kerze und Benzin, ganz klassisch. Brandopfer ist der Anlageingenieur, der Schlüssel- und Zugangsberechtigung hatte. Wobei nicht zu erklären ist, was er mitten in der Nacht in der Produktionshalle gemacht hat. Was spricht dagegen, dass er den Brand selbst gelegt hat? Dass die Obduktion primären Hitzeschock bestätigt hat. Der Aufwindlage nach muss er die Tür zur Steuerzentrale geöffnet haben, wobei ihm die Flammen entgegenkam. Und wenn er den Brand selbst gelegt hätte, hätte er doch nie die Tür aufgemacht. Vince? Der Laborbericht von Senta Warburg wurde manipuliert. Welcher Erpresser macht denn sowas? Und wenn er es tut, warum? Danke. Senta Warburg verlässt die Bank mit 6 Millionen Euro. Vince, wir müssen die Geldübergabe vorbereiten. Ich glaube nicht, dass es eine geben wird. Gut. Und ich sage pflichtgemäß, woher verdammt nochmal, weißt du das? Weil es vielleicht gar nicht um Geld geht. Worum dann? Das Haus meines Lebens. Was ist das? Nehmen wir an, das Haus steht auf Säulen. 6 Säulen, die mein Leben tragen. Was brauche ich wirklich? Was bringt mir Sicherheit? Gesundheit? Gesundheit. Arbeit, die mir Spaß macht. Arbeit. Ab und zu eine Liebschaft oder zwei. Stabile Beziehung. Ich habe Liebschaft gesagt. Sag ich doch, stabile Beziehung. Und wenn ich Kinder habe, dass sie glücklich sind. Kinder? Ein Zuhause, in dem ich mich sicher fühle. Geld? Geld. So. Und was passiert, wenn jemand diese Säulen zerstört? Meine Kinder werden bedroht. Mein Zuhause ist nicht mehr sicher. Mein Geld soll mir genommen werden. Meine berufliche Zukunft. Kindersäule, sichere Zuhause-Säule, Geldsäule, Arbeitssäule. Dann fällt das Haus zusammen. Nehmen wir an, das ist das Haus von Senta Warburg. Dann steht ihr Leben nur noch auf 2 Säulen. Beziehung und Gesundheit. Und ihr Laborbericht? Senta Warburg ist nicht gesund. Oder glaubt es zumindest. Dann steht's nur noch auf einer Säule. Auf der Beziehungssäule. Ihr Leben, ihr Mann. Ja, ihr Mann. Das Einzige, was noch sicher und stabil ist in ihrem Leben. Ihr letzter und einziger Halt. Senta. Ist ja nur bedrucktes Papier. Und was ist, wenn die Säule jetzt auch noch zerstört wird? Tja. Wird deine Familie ausgelöscht? Sie meinen, die Erpressung ist nur vorgetäuscht? Vielleicht geht's gar nicht um Geld. Sondern? Um Bindung. Der Erpresser will Frau Warburgs Leben zerstören? Was ist mit der Haushälterin? Rache als Motiv? Möglich. Vielleicht hat sie ja sogar noch ein Motiv mehr. Eine Liebschaft? Ein Verhältnis mit Warburg? Gott, Vince, wir stochern mit nackten Fingern im Dunkeln. Wir haben keine Beweise, wir haben nur ein wackeliges Gedankengebäude. Und einen Täter. Der seit letzter Nacht nichts mehr zu verlieren hat. Warburg hat einen Waffenschein. Jagdwaffen, kurz und lang. 2 Schrotflinten, ein Revolver. Alles im Haus. Und eine Haushälterin, die im Haus ist. Und vielleicht sogar Zugang zum Waffenschrank hat. Kittel? Wenigstens sind die Kinder nicht mehr da. Das MEK, Warburg hat gerade die Figuren in den Zaun gestellt. Also wird es doch eine Geldübergabe geben? Vermutlich unsere einzige Chance, den Täter zu überführen. Oder die Täterin. Was ist mit einem zweiten Tatverdächtigen? Von wem redest du? Auf jeden Fall von dem Innentäter. Das Haus meines Lebens. Die einzige Säule, die noch übrig ist. Gott. Dein Leben, ich trag's alleine. Senta Warburg muss aus dem Haus. Dringend. Ja, Warburg? Ja? Ja, sie ist hier. Für dich.
Santa Warburg? Ja. Ja. Ja, verstanden. Was? Ja, mach ich. Hallo? Hallo? Ausländer, was hat er gesagt? Dass die Polizei das Telefon abhört und dass ich losfahren soll. Mit dem Geld? Ja, er ruft von unterwegs an. Auf keinen Fall, du fährst nicht. Matthias, die wissen, wo die Kinder sind. Das ist doch ein Bluff. Deine Mutter ist doch mit ihnen weggefahren. Ja, Bazzaro. Hotel Excelsior, Zimmer 21, das wusste er auch. Was? Ich fahre? Nein, das wirst du nicht. Ich werde meine Kinder nie wieder in Gefahr bringen. Hörst du, Matthias? Nie wieder. Senta. Nein, nein. Senta! Hier spricht 12. Achtung, sie nimmt Route 2. Meine Kinder, die wissen, wo meine Kinder sind. Frau Warburg, bitte. Viel weiterfahren. Frau Warburg, Frau Warburg, wir müssen mit Ihnen sprechen. Jetzt, dringend. Meine Kinder. Sind in Sicherheit. Glauben Sie mir, bitte. Warburg? Was? Meine Frau. Ja. Ja. Vor der Haustür. Wer sind Sie? Ich will wissen, wer Sie sind! Mann hatte jetzt 2 Stunden Zeit, uns anzurufen, um zu sagen, dass seine Frau entführt wurde. Glauben Sie, er wird's noch tun? Wenn er es nicht tut, was heißt das? Dass es nur noch eine Idee gibt, auf die er kommen kann. Dass Peter Remy und Sie unter einer Decke stecken. Ich halte es nicht aus. Ich... Nein, mein Mann bringt doch nicht die eigenen Kinder in Gefahr, niemals. Weil er sie liebt. Weil er Angst hat, sie an Remy zu verlieren. Und weil es ein Modell gibt, das schon mal funktionierte, vor 5 Jahren. Als sie auch einen Liebhaber hatten. Und sie wurden auch erpresst, vermutlich auch von ihm. Damals haben wir uns wieder versöhnt. Er war so ruhig, so stark, so. Und wir haben noch ein Kind gezeugt, Jonas. Burgfrieden. Äußerer Druck erzeugt innere Annäherung. Und je größer ihre Angst ist, desto überlegener kann ihr Mann sein. Und er hat... Aber er brennt doch nicht die eigene Fabrik ab. Das ist doch absurd. Doch. Vielleicht gerade deshalb, dass er scheinbar kein Motiv hat, ist das das beste Alibi. Ich träume. Ich glaube das alles nicht. Das ist ein Albtraum. Ein verzweifelter, grauenvoller Albtraum. Vielleicht ist es das. Und wir irren uns. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Haushälterin mit... Nadja? Ja. Ja. Sie liebt meinen Mann abgöttisch auf eine kranke Art. Sie. Das ist er. Ist er das? Nein. Blum? Das ist MK für dich. Ein Kittel? Ich will ja noch raus hier. Ich muss gehen. Frau Warburg. Frau Warburg. Danke. Was uns fehlt, sind Beweise. Gerichtsfeste, hieb- und stichfeste Beweise. Warburg wird das Geld deponieren und nicht abholen, falls er der Täter ist. Und die Haushälterin, falls sie es ist? Wir müssen den Täter zwingen, sein Täterwissen zu offenbaren.
Ja. Der Baustein heißt Gyrorobot. Ermöglicht automatische Programme für Start, Flug, Landung, wie beim richtigen Hubschrauber. Man muss die GPS-Koordinaten eingeben und da kann man wechseln zwischen automatischer und manueller Steuerung. Heißt, Warburg hat die Maschine aus dem Pferdestall heraus manuell gesteuert und bevor er rausrannte, dann auf automatisch umgestellt? Technisch kein Problem, ja. Und das hier, das passiert live. Ich hab's aus Liebe getan. Ich liebe dich so sehr. Matthias Warburg, ich verhafte Sie wegen Vortäuschung einer Straftat, Gefährdung Ihrer Kinder, Nötigung Ihrer Ehefrau und wegen des Verdachts auf Brandstiftung mit Todesfolge. Ich fühle nichts. Dabei müsste ich doch jetzt zusammenbrechen. Keine Sorge, das werden Sie. Das werden Sie. Sie kann Himmel sein, wenn alle drei sie akzeptieren. Aber sie wird zur Hölle, wenn einer es nicht kann. Und was sagst du? Ich muss nicht immer das letzte Wort haben. Leg doch einfach deine Hand auf unseren Bauch. Ich hab ja dich beide.